Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Melanie. Ihr habt mit mir ja schon das Workout am Schreibtisch gemacht. Heute habe ich euch ein Bauch-Beine-Po-Programm mitgebracht. Ihr braucht dafür eigentlich nur ein bisschen Platz rechts und links, eure Couch und eine Wasserflasche. Ob es eine große ist oder eine kleine, das überlasse ich euch. Je höher die Wasserflasche, umso schwieriger wird es natürlich. Also, viel Spaß! Wir stellen uns erstmal hüftbreit auf, kreisen die Schultern. Wir ziehen ein Knie nach oben, ganz entspannt. Nehmt die Arme mit. Vier, drei, zwei. Hüftbreiter Stand. Wir gehen tief zur Kniebeuge. Tief und hoch. Achtet auf eure Knie, dass die oberhalb eurer Fußspitzen bleiben. Die Arme könnt ihr mitnehmen oder einstützen. Noch viermal. Tief, tief, ab, ab. Lasst den Oberkörper aufrecht. Noch zwei. Wir wechseln ein bisschen das Tempo. Wir gehen langsam tief und schnell hoch. Tief, tief, tief und ab. Tief. Bleiben wir immer noch in der Kniebeuge. Euer Gewicht ist auf den Fersen, beim nach oben kommen, spannt die Po-Muskeln an. Tief, tief, tief und ab. Einer noch. Wir drehen das Ganze einmal um. Und tief, langsam hoch. Nochmal, tief, langsam hoch. Lasst euch schön Zeit. Lasst eure Muskeln richtig arbeiten. Ein bisschen geht noch. Drei noch. Ein letztes Mal. Und das Ganze so langsam es geht. Tief. Und jetzt ist wieder hoch. Noch drei. Mal. Zwei. Last one. Wir erhöhen das Tempo. Single Tempo. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei, zwei, und jetzt ist schön, nochmal acht, acht, sieben, sechs, fünf, haltet durch, vier, ihr habt gleich eine Pause. Wir bleiben tief und Feder, Feder und ab, dreimal federn, kommt, haltet noch ein bisschen durch. Haltet immer noch die Spannung. Vier. Da geht noch was. Endspurt, nur noch abzählt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und lockert eure Beine. Sehr schön. Wir machen Ausfallschritte. Ihr habt dabei jetzt zwei Varianten. Entweder ihr macht das Ganze am Boden
Achtet darauf, dass euer Knie nicht nach vorne bleibt, nach vorne führt, sondern mittig tief, dass ihr hier eine gleichmäßige Höhe habt. Oder aber, ihr macht den Fuß hinten auf eure Couch. Ihr könnt auch da die Arme mitnehmen. Dasselbe Spielchen, tief und hoch und tief, hoch. Arbeitet über das vordere Bein, schön über die Ferse, tief, tief. Zwei noch. Drei, eins, wir gehen wieder langsam tief und hoch. Langsam tief und dann zwei mehr, komm. Letzte Mal. Wir drehen das Ganze um. Wir gehen tief, langsam hoch. Haltet durch, zweimal. Und schön langsam, weil es so schön war. Einer mehr. Lass den Oberkörper schön aufrecht. Acht im Single-Tempo. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Komm. Die letzten vier. Drei. Zwei. Und break. Lockert. Klopft der Oberschenkel ein bisschen aus. Wir haben leider eine zweite Seite, so leid mir das tut. Sucht euch wieder aus, macht aber genau dasselbe wie gerade. Wenn ihr gerade am Boden macht, macht das jetzt bitte auch. Wenn ihr gerade erhöht habt, ihr ahnt es, erhöht. Fuß hinten drauf. Hände entweder mitnehmen oder einstützen. Oberkörper aufrecht. Wir gehen tief. Achtet wieder auf euer Knie. Arbeitet über die vordere Ferse. Haltet den Po gespannt. 3, 1, langsam tief. Tief, tief, tief. Und nach. Noch zwei. Und tief, langsam hoch. Wir drehen wieder um. Tief. Kommt jetzt schon mehr als die Hälfte. Haltet die Spannung. Es fehlen noch unsere langsamen. Oh, tief. Hoch. Einmal geht noch. Single Time für acht. Sieben. Sechs. Fünf, vier, drei, zwei und break. Sehr schön. Lockert. Klopft wieder ein bisschen aus. Bei wem es jetzt ordentlich brennt, der hat alles richtig gemacht. Uns fehlen noch die Oberschenkel-Innenseiten. Wir machen diesmal einen Seitensquat. Weiter als Schulterbreite. Die Fußspitzen zeigen nach außen. Wenn ihr tief geht, gehen eure Knie in die Richtung, wo eure Fußspitzen zeigen. Ja, nicht so nach innen, sondern richtig schön nach außen, damit eure Innenoberschenkel arbeiten können. Das Becken schiebt nach vorne, Bein nach oben, Po wieder anspannen. Oberkörper ist fest. Wir warten kurz auf den Beat. Und wieder zwei, zwei. Tief und ab. Und ab. Tief. Und ab. Zwei mehr. Wir wechseln wieder das Tempo. Drei tief, ein hoch. Tief, tief, tief. Und ab. Sehr gut. Vier gehen noch.
noch zwei. Letztes Mal. Genau, gerät und tief. Langsam hoch. Sehr schön. Drückt richtig schön den Po zusammen. Eure Innenoberschenkel arbeiten. Tief. Noch viel mehr. Drei. Noch zwei. Sehr gut. Letztes Mal. Langsam tief. Oh, tief, 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 tief. Jetzt ist hoch. Sehr schön. Tief. Zwei gehen noch. Ihr habt es befürchtet. Oberkörper ist immer noch schön aufrecht. Ist euer Po noch angespannt? Ganz bestimmt. Macht euch bereit. Single Time für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bleibt tief. Bringt die Hände nach vorne. Drückt die Hände richtig zusammen. Wir bleiben tief. Wir heben und senken die Fersen abwechselnd. Hoch, tief, hoch, tief. Bleibt schön unten mit dem Po. Ich weiß, es brennt. Haltet durch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten und break. Sehr gut. Lockert. Habt ihr geschafft? Wunderbar, sehr gut. Es fehlt noch ein bisschen was für den Bauch. Wir machen noch ein bisschen was für den Po. Stellt euch die Wasserflasche schon mal bereit, so wie ich das gemacht habe, damit ihr sie gleich direkt nutzen könnt, wenn wir sie brauchen. Viel Spaß beim letzten Rest vom Workout. So, kommt erstmal in die Rückenlage. Füße sind aufgestellt. Eure Schultern sind weg vom Boden, der Bauch ist fest, Hände sind vorne. Wir machen kleine Bewegungen in die Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte. Wir machen davon 2 Runden. Los geht's, in die Mitte. Wir gehen zum rechten Knie, schön hoch. Schön hochziehen, lasst den Kopf schön entspannt. Schultern sind immer noch weg vom Boden. In die Mitte. Und zum linken Knie. Schön hoch. Kommt. Zieh durch. Ihr habt die erste Runde gleich geschafft. Und entspannt euch. Ruht euch kurz einen Moment aus. Atmet kurz durch. Bringt die Schultern wieder weg vom Boden. Round 2. Go. Und zum linken Knie. Vergesst das Atmen nicht. In die Mitte. Rechts.
haltet durch, ihr habt es fast geschafft. Es fehlt noch einmal die Mitte. Und entspannt euch. Sehr gut. In der nächsten Runde bringt ihr die Beine in die Luft. Schultern sind wieder weg. Wir schieben abwechselnd die Beine weg. Danach Beine zur Decke. Wir lösen etwas den Po vom Boden. Beim Po-Heben ist es wichtig, dass ihr nicht zu viel Schwung aus dem Bein holt, sondern wirklich aus dem Bauch heraus arbeitet. So. Kommt in Position und schiebt die Beine weg. Die Schultern sind wieder weg vom Boden. Der Rücken ist am Boden fest. Zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Halbzeit. Bringt die Beine nach oben. Hohe. Haltet durch. Vergesst das Atmen nicht. Und entspannt euch. Und greift kurz die Knie. Atmet tief durch. Eine kleine Runde kommt noch. Ihr habt es befürchtet. Ja, ich mag zwei Runden. Beine in Position, Arme in den Nacken, Schultern sind weg, wir schieben weg. Halbzeit. Und entspannt euch. Sehr gut. Richtet euch einmal auf. Zieht euch einmal richtig lang. Okay, ihr braucht jetzt die Flasche. Stellt euch sie so hin. Ein bisschen mit Abstand. Wir gehen in die Unterarmstütz, in die Plank. Wählt den Abstand so, wenn ihr die Plank macht, dass ihr mit ausgestrecktem Arm einmal die Flasche berühren könnt. Wir machen das Ganze rechts, links im Wechsel. Und zwar so, dass wir 8-mal rechts, 8-mal links haben. Eine kurze Pause, zweite Runde. Welche Überraschung. Und dann habt ihr den Bauch auch schon geschafft. Kommt in die Plank. Po ist tief, nicht hier oben, sondern richtig schön hier. Und haltet schön die Stabilität. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Einmal die Knie absetzen. Kurz entspannen. Je höher die Flasche, umso anstrengender ist es natürlich, weil ihr höher greifen müsst. Wenn euch das zu anstrengend ist, nur halten. Okay, zweite Runde. Kommt in den Unterarmstütz. Beine wegstrecken, positiv, Bauch ist fest. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Sehr gut. Ihr braucht jetzt zum Abschluss nochmal eure Couch.
Wenn ihr möchtet, ihr könnt das Ganze aber auch am Boden machen. Ich drehe mein Handtuch mal kurz ein bisschen. Füße auf die Couch oder am Boden. Auf die Couch ist es ein bisschen anstrengender, weil ihr ein bisschen höher gehen könnt. Hände sind am Boden. Wir gehen hoch und tief. Hoch und tief. Drückt euch über die Fersen nach oben, Bauch ist fest. Noch vier. Ein letzter. Wir wechseln wieder das Tempo wie gerade bei den Beugen. So, hoch, hoch und tief. Haltet schön den Po gespannt. Noch vier. Drei. Zwei. Und genau umgedreht. Hoch, langsam tief. Hoch. Haltet durch. Noch vier. Vergesst das Atmen nicht. Wir gehen langsam hoch und wir halten. Halten. Immer noch. Und jetzt ganz langsam runter. Kurzer Break. Sehr schön. Wir dehnen jetzt noch eine Runde und dann habt ihr es geschafft. Schiebt eure Hände zum Boden, neigt den Kopf zur Seite. Wechselt. Einmal lösen. Einen großen Ausfallschritt. Die Ferse ist hinten am Boden. Gewicht aufs hintere Bein, Fußspitze zeigt zur Decke. Vordere Sprunggelenk greifen, Ferse zum Gesäß. Knie zur Brust. Fuß vorne aufstellen. Hinten aufstellen, sorry, sonst haben wir dieselbe Seite. Gewicht aufs hintere Bein, Fußspitze zeigt zur Decke. Sprunggelenk greifen, Ferse zum Gesäß. Knie zur Brust. Einmal lösen. Ein. Nach unten auspendeln. Nach oben rollen. Und ihr habt es geschafft. Das war euer Bauch bei einem Po-Workout. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns entweder nochmal online oder, was ich eher hoffe, in einem Unifit oder in einem von meinen Kursen. Bis dahin. Ciao.